aus der Region Aachen demonstrieren heute unter dem Motto Iran-Boykott macht Krieg gegen die wachsende Kriegsgefahr durch die offenen Drohungen Israels, der USA und Großbritanniens, militärisch gegen den Iran vorzugehen. Wir protestieren aber insbesondere als Kriegsgegner hier in Deutschland gegen die Beteiligung der Bundesregierung am Öl- und Zahlungsverkehr-Boykott, den die EU-Außenminister vor 2 Wochen beschlossen haben. Wir verurteilen diese Eskalationsstrategie, mit der direkt einem Krieg Vorschub geleistet wird. Wir fordern Sie als Präsident des EU-Parlaments auf, sich für eine diplomatische Lösung des Konfliktes um das iranische Atomprogramm einzusetzen, wenngleich wir berechtigte Zweifel haben, dass das Atomprogramm die Ursache für die Boykottmaßnahmen und Kriegsdrohungen ist. Wir erlauben uns, Sie an die Behauptungen insbesondere der USA über irakische Massenvernichtungswaffen zu erinnern und daran, dass sich dies als Lüge herausgestellt hat. Auch die jetzt erhobenen Behauptungen, der Iran strebe danach, Atomwaffen zu entwickeln, sind nicht bewiesen, und für uns ist es offensichtlich, dass es wie damals beim Irak um etwas anderes geht, um Öl und strategische Interessen. Ein Krieg gegen den Iran wird vielen tausend Menschen das Leben kosten. Herr Scholz, bitte setzen Sie Ihr Renommee und Ihr politisches Gewicht dafür ein, dass die Europaparlamentarier dem Beschluss der EU-Außenminister widersprechen und die Regierungen der EU auffordern, die Boykottmaßnahmen rückgängig zu machen. Setzen Sie sich dafür ein, dass der Punkt 3 aus der Entschließung des EU-Parlaments zum Iran vom 25.01. diesen Jahres Nachdruck verliehen wird. In dem heißt es, Zitat, das EU-Parlament bekräftigt seine Haltung, dass eine militärische Konfrontation unter allen Umständen vermieden werden muss. Setzen Sie sich dafür ein, dass der Nahe Osten zu einer atomwaffenfreien Zone wird und dass es Sicherheitsgarantien insbesondere für Israel und den Iran gibt. Iran-Boykott macht Krieg, nein zu den Kriegsdrohungen gegen den Iran. Die Kriegstrommeln müssen schweigen. Selbstverständlich, wir als Vertreter des Akanos, dem Aachener Friedenspreis, verurteilen die menschenverachtende Politik der aktuellen Machthaber in der Islamischen Republik Iran. Ja, die Islamische Republik Iran ist keine Demokratie. Menschenrechte werden missachtet, es gibt keine gesicherten sozialen und politischen Rechte und Freiheiten. Oppositionelle werden verhaftet, gefoltert, hingerichtet. Demonstranten und Demonstrantinnen werden erschossen, Wahlen werden gefälscht. Sicher, das gilt auch für viele der umliegenden arabischen Staaten des Iran, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, Bahrain oder Syrien. Aber wird ihnen mit Krieg gedroht? Ebenso. Ja, die Islamische Republik missachtet UNO-Konventionen und Resolutionen. Aber missachten die Machthaber in Jemen, Syrien, Israel nicht auch UNO-Resolutionen, die die Rechte diskriminierter Menschen stärken wollen? Wird ihnen deswegen mit militärischem Eingreifen gedroht? Weiterhin, ja, die Islamische Republik Iran arbeitet an der Entwicklung eines eigenständigen Atomprogramms. Vielleicht arbeitet sie auch an der Konstruktion einer Atombombe. Bewiesen werden konnte bisher das jedoch nicht. Von Israel, Indien und Pakistan ist bekannt, dass diese Länder auch über Atomwaffen verfügen, obwohl sie, anders als der Iran, den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben haben und sich keiner internationalen Kontrolle unterwerfen. Und zumindest in Pakistan ist die Gefahr, dass die Atomwaffen in die Hände von Fundamentalisten fallen, sehr groß. Aber werden diese Staaten aufgefordert, ihre Atomwaffen abzuschaffen? Wird ihnen mit militärischen Sanktionen gedroht, wenn sie der Aufforderung nicht nachkommen? Alle drei Fragen können wir sicher mit Nein beantworten. Wir erkennen, die Boykottmaßnahmen, das heißt insbesondere der von der EU beschlossene Ölimportstopp,
der ab dem 1. Juli 2012 gelten könnte, aber auch finanztechnische Maßnahmen, wie sie die USA schon durchführen, dienen nicht der Durchsetzung der Demokratie, der Menschenrechte im Iran. Sie könnten sich übrigens auch selbstzerstörerisch für die Weltwirtschaft auswirken, wie insgesamt diese Boykottmaßnahmen wenig Sinn machen. Wir erkennen weiterhin die militärische Eskalation, die konkrete Einkreisung und Bedrohung gegenüber dem Iran führt nicht zur Durchsetzung der Demokratie, der Menschenrechte im Iran. Und wir erkennen auch die eklatanten Drohgebärden, insbesondere von Seiten westlicher Mächte und Israels, dienen nicht der Durchführung der Demokratie, der Menschenrechte in Iran. Ebenso wenig können sie beitragen zur Verhinderung der nuklearen Forschung und einer möglichen Aufrüstung des Iran. Wir sagen klar, die Begründung, unser Ziel ist Demokratie für den Iran, ist aufgesetzt und irreführend ist Vorstand. Das wahre und leitende Ziel der Kampagnen gegen den Iran ist, die Öl- und Gasvorkommen und die Einflusssphäre des Westens im Iran und im erweiterten Nahen Osten für den Westen abzusichern. Deshalb verurteilen wir beides, Boykotte und militärische Drohungen. Wir wissen, der Iran ist ein souveräner Staat. Der dringend erforderliche politische Umbruch wird nicht von außen kommen, sondern er muss von der iranischen Bevölkerung selbst erkämpft werden. Im Gegenteil, Boykott und Kriegsdrohungen können sogar zu einer mindestens kurzfristigen innenpolitischen Stärkung des islamischen Regimes führen. Und wir wissen, die Boykottmaßnahmen treffen nicht die politischen und wirtschaftlichen Repräsentanten der Islamischen Republik, sondern sie treffen das iranische Volk. Dieses lehnt nicht nur die Politik ihres Regimes ab, sondern leidet umso mehr unter den Auswirkungen der Boykotte. Seine Lebensbedingungen verschlechtern sich rapide. Man muss taub sein, wenn man die Kriegstrommel nicht hört, so äußerte sich unlängst Henry Kissinger, um die momentane politische Strategie Israels und des Westens gegenüber dem Iran zu charakterisieren. Die Kriegstrommel müssen zum Schweigen gebracht werden. Unsere eindringliche Forderung an die Bundesregierung und die EU ist, verweigern Sie sich den Boykottmaßnahmen. Verweigern Sie sich einer weiteren militärischen Eskalation. Fordern Sie Israel, die USA und die anderen westlichen Staaten auf, sich ebenfalls von solchem Boykott und jeder Kriegsstrategie zu verabschieden. Setzen Sie sich ein für eine atomare Abrüstung im Nahen Osten, aber auch in der ganzen Welt. Und isolieren Sie das islamische Regime auf politischer Ebene. Schließlich unterstützen Sie die iranische Oppositionsbewegungen und gewähren Sie iranischen Flüchtlingen politisches Asyl. Dafür setzen wir uns ein. Vielen Dank. Weil parallel im UN-Sicherheitsrat China
China und Russland Verlegung eingelegt haben. Diese Resolution, die verabschiedet werden sollte, war ähnlich aufgebaut wie die Resolution gegen Libyen vor etwa einem Dreivierteljahr. Und die große Sorge, die es gab, war, dass eine ähnliche Dynamik, eine ähnliche Eskalationsstrategie gefahren wird seitens des Westens wie gegen Libyen. Zehntausenden von Cruise Missiles, die auf Libyen abgeschossen wurden. Und genau diese Entwicklung möchte man nicht in Syrien. Und deswegen denke ich, war es richtig, diese Resolution nicht zu unterzeichnen. Und deswegen wollen wir auch dagegen auftreten, dass der Konflikt in Syrien missbraucht wird für eine militärische Eskalation. Was ich unerträglich finde, und das ist kennzeichnend für eine Zeit, wenn die Kriegstrommeln kommen, dass überhaupt gar nicht vermittelt wurde in den westlichen Medien, hier in unseren Medien, warum diese Resolution nicht unterzeichnet wurde von China und Russland, und dass sie Alternativvorschläge hatten. Und die Alternativvorschläge waren, die Gewalt in Syrien von beiden Seiten zu verurteilen, sowohl vom syrischen Regime, was wir auch massiv kritisieren, was wir sehr häufig schon in der Vergangenheit kritisiert haben, aber auch die Gewalt derjenigen, die Demokratiebewegung nutzen im arabischen Raum, um eigene machtpolitische Interessen durchzusetzen. Es ist nämlich so, dass in Syrien auch ausländische Söldner eingeschleust werden, die Anschläge machen auf Pipelines etwa und die massive Reaktionen des syrischen Militärs provozieren, um dann eine Intervention von außen zu ermöglichen. Das ist das gleiche Szenario, was auch in Libyen stattgefunden hat. Wir sagen ganz klar Nein zu einer solchen Eskalationsstrategie. Wir erklären uns solidarisch mit den Demokratiebewegungen im arabischen Raum, aber wir wollen nicht, dass diese missbraucht werden für machtpolitische Interessen. Wir demonstrieren hier vor allen Dingen gegen den Iran-Boykott, aber Iran und Syrien hängen eng zusammen und es ist sehr wahrscheinlich so, dass die Eskalationsstrategie von einigen Kräften im Westen vor allen Dingen zuerst gegen Syrien gehen und dann letztlich das Ziel, Krieg gegen den Iran und Regime-Change im Iran durchzusetzen, um dieses Ziel zu ermöglichen. Was mich sehr, sehr bewegt hat und worüber ich sehr, sehr viel nachgedacht habe, ist, wie es möglich war, diesen positiven Impuls, den es vor einem Jahr gegeben hat, im arabischen Raum, der ausgestrahlt hat auf die ganze Welt, die Demonstrationen in Tunesien gegen das Ben Ali-Regime, den Sturz des Ben Ali-Regimes, die Demonstrationen in Ägypten gegen Mubarak, den Sturz des Mubarak-Regimes, beides Regime, die massiv vom Westen über Jahre und Jahrzehnte unterstützt worden sind. Wie es möglich ist, diese Bewegungen